wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Zweiter Spieltag in der Handball-Oberliga und damit auch Heimpremiere für die HGR in der Saison 17-18. Gast war der Regionalliga-Absteiger Borussia Mönchengladbach. Die HG Remscheid kam in der ersten Hälfte gut ins Spiel. In der Abwehr agierten die Gladbacher Gäste im Mittelblock oft zu früh. Auf den Halbpositionen gelang es ihnen nicht, die starken Remscheider vom Wurfkreis wegzuhalten und jenseits der Freiwurflinie effektiv zu bekämpfen. Und so war es bis zum 8:8 ein ausgeglichenes Spiel. Pascal Hermanns verpasste es in dieser Phase, mit zwei Würfen von 7 Metern die HGR deutlicher in Führung zu werfen. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, hier ein Ausrufezeichen hinsichtlich der Richtung ihres Spieles zu setzen. Bis zur Pause konnten die Gäste zwar noch auf 13:12 verkürzen, konnten aber nicht an die Leistungen wie beim Sieg gegen Mettmann Sport anknüpfen. Und so ging es dann auch in die Kabine. Halbzeitstand 13:12 für die HGR. Die Hausherren nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nach dem Seitenwechsel wieder gut im Spiel und gingen nach 32 Minuten durch Dominik Voss mit 15:12 in Führung. Doch dann wendete sich das Blatt. Die Männer von Gästetrainer Tobias Eils begannen ihre Fehler der ersten Halbzeit zu korrigieren und gingen ihrerseits durch den Treffer von Timo Bautz zum ersten Mal im Spiel mit 17:18 in Führung. Diese konnten sie bis zum 21:26 nach 51 Spielminuten weiter ausbauen. Im Angriff der Remscheider lief kaum noch etwas zusammen. Zu lückenhaft war die Deckung. Nach einem Timeout durch HGR-Coach Steinhoff zeigten dann die Remscheider dann wieder eine tolle Moral und die Partie wurde in der Schlussphase noch einmal spannend. Doch zu mehr als dem erneuten Anschluss von Dominik Voss, Sekunden vor dem Ende, reichte es nicht mehr. Die HGR verliert ihr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 27:29, kann aber erhobenen Hauptes weiter in die Saison blicken. Die nächste Chance, diese Steigerung wieder in Punkte umzusetzen, haben die Remscheider am 30. September beim Auswärtsspiel gegen die SG Überruhr. Anwurf in der Halle an der Klapperstraße in Essen ist um 18 Uhr.